Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Don't Starve Together. Mit dabei ist der Yogi. Hello. Ich weiß, dass wir hier gerade dabei waren, die Kohle einzusammeln, weil irgendwer den Wald angezündet hat. Ja, ich weiß nicht, wer das war. Ich auch nicht. Bist du auf dem Weg nach Hause? Weil ich hätte auch langsam wieder Hunger und so und HP. Und es wird dunkel. Ich muss erst mal gucken, gerade wo unser Zuhause ist. Ich glaube, wir müssen Wurmloch nutzen, kann das sein? Ich glaube auf jeden Fall, dass wir sehr weit weg sind von zu Hause. Haben wir schon ein Zuhause? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon ich zu glaube, lange her. Ich glaube tatsächlich, wir hatten keins. Oder? Ich glaube aber schon, weil wir relativ viel also unterwegs waren. Ich weiß, wir hatten eins angefangen, oben in der Wüste einfach mal eins zu haben. Aber, oh, da oben ist eine Mandrake. Auf jeden Fall wird es halt dunkel. Ja, das auf jeden Fall, aber guck mal auf die Map, ich sehe nirgendwo, wo unser Zuhause sein könnte. Ja, ich würde sagen, wir machen halt irgendwo dann mal so ein Feuerchen. So ein Feuerchen und warten, dann checken wir in der Nacht eventuell mal. In Ruhe die Map. Ja, eventuell. Wieso läuft das Mandrake hier nach? Was ist das? Ein Teddybär. Ja. Da ist noch ein Mandrake. Wenn das nachläuft. Ich weiß auch. Aber dann sollten wir aber gleich ein Feuerchen machen. Nicht, dass wir beide gleichzeitig einschlafen, es Nacht wird und wir hier ist noch irgendwas. Ja, ich hab ein bisschen Holz. Sollen wir hier einfach mal so ein Ding hinsetzen? Ja, können wir machen. Ich setze mal hier so ein kleines Campfeuerchen hin. Hier. Ich habe eine Affenklaue. Okay. Ja, dann müssen wir ganz kurz mal die Map checken. Also ich sehe hier, wir sind hier hingerast. Weil wir durch ein Wurmloch gegangen sind. Wir waren da oben im Norden. Sind da durch das Wurmloch gegangen, weil da war alles böse. Da wollten wir dann genau, nicht bleiben. Genau, ganz oben im Norden. Da haben wir, in dieser Wüste haben wir so eine Minibase aufgestellt gehabt. Ja, aber die waren also die sehe ich auch. Oh, unten im Westen. Im Westen in der unten dritten. Im Westen. Ja, da sehe ich Maschinen und Kiste und so. Oh, das sieht doch gut aus. Also ich nehme an, dass wir dann das Wurmloch hier unten nehmen müssen. Weil das das Einzige ist, was ich auf dieser Insel gerade sehe. Also dass wir eben dann Richtung Südosten müssen, das Wurmloch im Wald nehmen und dann müssten wir das nordwestliche Wurmloch, meinst du? Nee, bei mir ist es südöstlich, ist es von meiner Mitte. Ach so, aber in der Nähe vom Schweinekönig. Also. Alter, diese Mandrake geht mir auf den Sack. Nein, ich meine. Ja, das kann sein. Da ist so ein kleines Haus unten. Ja, kann sein. Haben wir Holz, um hier was... Ja. Ich verbrenne mal gerade ein paar Tannenzapfen. Kochen wir mal eine Runde was, wenn wir schon hier sind. Oh, ich habe eine Cooked Mandrake. Ja, die esse ich doch mal schnell, dann kipp ich nochmal um. Nochmal kurz schlafen, weil es ist dunkel. So, vielleicht wache ich dann auch demnächst auf. Außerdem ist dein HP wieder voll und Essen voll. Wir sollten die Mandrakes wirklich einfach kochen. Ja, auf jeden Fall. Sobald die umfallen, So, ausgeschlafen, kurzes Powernapping. Ja, ist immer gut. Ja, aber ich bin noch so ein bisschen... Bisschen verschlafen, sagst du? Ja, so ein bisschen bin ich noch nicht da. Ich mache mir hier auch mal so ein neues Hütchen. Das habe ich mir auch gerade gemacht. Alter, können die nicht irgendwann mal umkippen und einfach pennen jetzt, die Mandrakes? Ja, du wirst gedroppt, weil du bist nervig. Und du vergammelst. Ja, also ich hätte gesagt, wir müssen jetzt hier, wenn du die Map aufmachst, runter Richtung Wald. Da sind zwei Spinneneier, ein Haus und da ist ein Wurmloch. Ich weiß nicht, ob du sonst hier auf der Insel noch irgendwo eins gesehen hättest. So, warte mal. Ich ernte mal kurz diese Mandrake noch. Ja, ich ernte die und ich koche die auch gleich. Ja. Ich meine, das ist ein kleiner Moment schlafen, aber das ist okay. Ach so. Da ich ja nicht so ins Feuer falle, dass ich sterbe. Also bei mir ist woanders das Wurmloch, aber wir waren ja eh noch hier, glaube ich, um ein bisschen was zu sammeln. Ich weiß zwar nicht was, aber... Ich möchte es mitnehmen. So viel ist steht für ja, mich. Ja, wir haben dann noch so ein paar Spinnies getötet. Ich glaube, das war auch mit das Ziel, dass wir Spinnen besorgen. Aber ich meine, Schweinemann. Wenn du diesen Weg hier nachgehst, den du gerade folgst, müsstest du Richtung Wurmloch kommen, das ich meine. Also wenn ich diesen Weg nachlaufe, komme ich in ein Gebiet, wo ich noch nicht war tatsächlich. Okay, aber wo hast du denn bei dir denn bitte... Ach, du kamst von der anderen Seite. Genau. Du bist durch ein anderes Wurmloch gegangen. Oh, hier ist noch irgendein Teil. Warte mal, hier, guck mal, du darfst dieses eine Schneckenwaage. Ich bin doch nebenbei am Scheiße sammeln. Ich hab 23, ich hab 23 Kacke bei mir. Ich hab 3 Kacke. Ich nehme die Mandrake hier mit.
Oh, hier sind Büsche, die würde ich natürlich gerne eigentlich snacken. Habe ich schon die Möglichkeit? Ja, ich kann eine Schaufel machen. Ich habe sogar schon eine Schaufel. Ja, das ist natürlich. Das sind Frösche. Ja, und die haben Büsche. Diese Büsche. Oh, hier ist ein Vorfahrfang. Ich werde ein bisschen verfolgt von Fröschen, dann kannst du vielleicht so. Ich kümmere mich um die Gebüsche. Also einer verfolgt mich zumindest. Jetzt nicht mehr. Ich bin komplett raus aus dem Spiel, weil wir halt jetzt auch schon über 2 Wochen lang nicht mehr gespielt. Du kannst nicht mehr tragen. Komm mit, Karotte. Wir haben jetzt über 2 Wochen lang nicht mehr gespielt. Da oben ist ein Gebiss. Ich nehme das Gebiss mit. Ja, nimm das mal mit, weil ich habe keinen Platz mehr dafür. Ich muss jetzt so einen Frosch umbringen. Oh, da kommen 3 Frösche. Unpraktisch. Ich weiß auch nicht, was du da tust. Vielleicht helfen dir die Schweinemenschen. Ja, tun sie tatsächlich. Ich wollte die eigentlich mal hier weglocken, dass ich hier in Ruhe... Ich hab die Dinger eingesammelt. Ja, einer liegt hier, glaube ich, nochmal. Kurz mal um die Ecke drehen, ja. Wo ist jetzt meine... Achso, ich habe meinen Rucksack nicht mehr. Der ist wahrscheinlich... Meine Dings drin, meine Schaufel. Nein. Habe ich keine Schaufel mehr. Doch, aber die ist im Chester. Also ich habe jetzt hier einiges an mysteriösen Gegenständen, sag ich mal. Okay. Ich snack mal kurz die Mandrake für mehr Inventarplatz und vor allem für Leben. Die haben den Schwein getötet, die Spinnen. Ja, Spinnen können relativ brutal sein. So, ich nehme hier den... Tut mir leid, Schweinemensch. Die Blume war für dich gedacht, ich nehme sie mit. Ich habe mal auch ein Powernap gemacht. So. Also wir haben bereits 17 Bärenbüsche. Ja, dann sollten wir die aufbauen, oder? Bei uns. Korrigiere. 18. Ja, das ist der Plan dahinter. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das auch mal. Wir müssen da ja auch noch die ganzen Wände einziehen, nicht, dass wir wieder überrannt werden. Das heißt, wir brauchen auch noch Steine ohne Ende natürlich. Ich meine, war das im letzten Spielstand oder in dem, wo ich Steine geholt habe? Wahrscheinlich im letzten. Guck mal, hier ist ein Grab, das können wir auch noch mitnehmen. Ich guck mal, habe ich eine Pickaxe? Ich habe eine Pickaxe. Ich nehme hier mal die Steine mit, weil hier ist einer. Ich habe eine Rakete gefunden, Krian. Fliegen wir zum Mond? Weiß ich nicht, sieht recht klein aus. Steht auch dran, Tiny. Ich habe einen Roboter gefunden. Theoretisch wir müssen hier nach links runter, dann kommen wir meiner Meinung nach zu einem... Wurmloch. Ja gut, wenn das so... Ich folge dir mal, weil wie gesagt, ich war hier scheinbar noch nicht. Ja, hier straight durch. Hier an dem Spinnen vorbei und dann müssten wir da in ein Wurmloch kommen. Hier ist ein Wurmloch, genau. Ah ja. Und tschüss. Ich bin reingesprungen. Und wir müssten relativ bei uns in der Nähe rauskommen, glaube ich, oder? Ja, oberhalb von uns direkt. Genau, wusste ich doch. Sollen wir nochmal zwischen... Parken hier, das oder? Das Marmor-Ding. Nö, wir sind ja direkt da. Also wir haben ja wirklich Laufweite. Ah ja, hier. Einfach nur rüber nach Westen. Also ich habe sehr, sehr viele Samen. Wir könnten auf Vogeljagd gehen. Ja, aber die bringen ja auch nicht so viel Essen, oder? Nee, aber die Federn. So, für Waffen. Und, ich glaube, die Federn, genau, die sind ganz geil. Hier ist noch ein Bärenbusch. Ja, das war jetzt dumm. Irgendwer, also nicht ich vermutlich, hat einfach mal den Busch direkt bei uns an der Haustür weggegraben. So, hier mal zwischendurch so ein paar... Guck mal, wir haben sogar schon angefangen mit der... Mauer. Mit der Mauer, ja. Ich würde tatsächlich hier unten, würde ich die Bären... Ah, wobei, hier steht auch schon einer. Dann baue ich hier Bärenbüsche auf. Okay. Esther, gib mir Bärenbüsche. Kriegst auch Kohle dafür. Ich mache hier mal noch so ein bisschen größeres Feuer, dass wir hier nicht Probleme kriegen. Ich habe ohne Ende Gras. Ist schon mal gut. Die Mantrake vergammelt auch nicht, gell? Ich weiß nicht, ich habe meine schon gegessen, deswegen... Also die ich neu gekocht habe, die hat keine Dinganzeige.
So, mal ein bisschen Platz hier schaffen. Die scheint echt gut zu sein. Ich würde dich dann auch kurz bitten, die Büsche schon zu fertilisen. Ja, ich tue meine Kacke überall hinschmieren. Nice. Schmier. Genau das will ich von dir. Mir, die ist schon geschmiert hier. Die brauchen wir nicht schmieren. Ja, ich habe auch ein bisschen Kacke gehabt. Yeah, nothing to be ashamed of. That's true. Da, direkt voll kacken. So, jetzt sollten wir vielleicht erstmal. Wir müssen gleich wieder zurück. Es wird also ein bisschen näher ans genau. Licht. Es wird dunkel. So, ich habe noch 9 Kacke. 2 Bäumchen habe ich noch zum Bauen. Oh, das ist ein Maulwurf, der da oben angeht. Ich habe gerade einen halben Herzinfarkt bekommen. Okay. Hast du Holz? Noch 3 Holzlocks. Und 23 Twigs. Okay, ich würde mich tatsächlich am morgigen Tag mal um Holz kümmern. Da gehe ich auf Steinejagd. Weil so eine Truhe wäre, glaube ich, noch geil, eine zweite. Weil allein für diese Rakete, den Roboter, den Stöpsel, den Teddybären und die Schneckenwaage fände ich das gar nicht so unpraktisch. Ja, warum nicht? Nacht, Kieran. Schlaf gut. Danke. Aber zuerst stelle ich noch die beiden Büsche auf. Ich habe sogar noch einen Grasbüschel dabei. Und da ich mich ja eh schon mit dem Wald angelegt habe durch meine Axt und ja, den ewigen Krieg gegen die Bäume. Ist das nicht... Also nicht, du bist schneller im Abbauen, aber die hassen dich halt sofort, gell? Na, sofort weiß ich jetzt nicht, ob das so schnell ist, aber... Komm schon, Tageslicht, Tageslicht, Tageslicht. Jump, jump. Okay, ich stelle hier noch 2 Büsche hin. Ich weiß nicht, ob die mich sofort hassen oder ob das mir so vorkommt, weil ich halt alle umgebracht habe, die hier auch nur ansatzweise da waren. Oh, hier unten liegt eine Spitzhacke im Wasser. Nehm so, ich habe jetzt das mal alles gefertilized. Ich gehe jetzt mal gucken, wo haben wir denn hier Steine? Auf dieser Map nirgendwo. Doch ganz da unten im Süden ist einer. Bei mir ist es ganz oben im... Nee, ist nicht im Norden. Ja, oder halt wirklich auf der anderen Insel, auf der wir zuvor waren, oder? Ja. Aber ich weiß nicht, welches Wurmloch dahin führte. Das war nicht Frage. Das da nächste drüben. Frage. Also müsste es unten eins sein. Da unten im Süden ist eins. Das sind ganz viele Gräber. Ich gehe runter Richtung Süden. Du nimmst eine Schaufel mit, ne? Ja. Ich müsste eine machen können, oder? So, ich pflanze jetzt auch mal direkt diese Tannenzapfen ein, so. Bist du aus Science Angst. Machine? Nee, du bist Alchemy Machine. Du bist Science Machine. So. Genau. Dich prototypen wir mal. Dann ballern wir die Bäume hier auch noch weg. Und dann gehen wir halt mal im Süden gucken. Ah, der ist wütend geworden währenddessen. Hallo. Gräber auseinandernehmen. Habe ich genug Holz da, um mir notfalls ein Lagerfeuer zu machen? Ja, habe ich. Ansonsten mache ich mit Torches und brenne Wälder ab. Perfekt. Das hat der Baum jetzt hinter mir Gott sei Dank nicht gehört, Kieran. Ja, der kann ich hören. Der ist taub. Gott sei Dank. Das ist ein little known fact. Ja, der Tree Guard. Fein, hier noch ein paar Bretter. Hier unten wären ein paar Kaninchen. Wir sollten natürlich früher oder später auch wieder Earmuffs vorbereiten. Ich habe hier ein Cubic Zirconia Ball. Ich weiß nicht, was es tut. It's not the real thing. Warum ist da eine Fledermaus? Pick up bed decoration. Dekoration nehme ich mit. Wir können uns hier alles sehr, sehr hübsch machen mittlerweile, würde ich mal sagen. Ja, ich nehme so viel Unsinn mit, und dann habe ich keinen Platz mehr für irgendwie den wichtigen Kram. Ich laufe mal wieder wir durch die Gegend. Mit einem Baum im Schlepptau. Straight. Ja, ich muss sehr weit Richtung Süden. Hallo Kaninchen. Froschis, viele Froschis, Millionen Froschis. Holy. Pass auf, die können ungesund werden. Holy shit. In der Menge sind die gefährlich. Ich nehme hier lieber den Weg. Der hört zwar dann auf, aber...
Ja, wenigstens ein Stückchen. Das ist ja auf jeden Fall eine gute Sache. So, jetzt muss ich wieder weiter nach links. Obwohl, da unten ist was. Laut Map. Was ist da denn? Birch Trees. Alles klar. Naja. Oh, was ist das? Twiggy. Oh, wir sind doch noch Bücher. Ich glaube, ich bin an unserem Spawn. Zumindest ist das so ein Portal-Ding. Gibt es davon nur eins, oder? Ich meine schon, also ich meine, es gibt nur unseren Spawn, der so aussieht. Ja, okay, dann bin ich bei unserem Spawn. Soll ich eigentlich so Grasbüschel auch mitnehmen, oder glaubst du, das macht nicht so viel Sinn? Weiß ich nicht, das wäre wahrscheinlich dann eher Kackeverschwendung, oder? Ja, sehe ich, also wenn wir viel Kacke mal haben, okay, aber so an sich habe ich das Gefühl, dass es das am Anfang nicht nötig ist. Also aktuell habe ich 100 Grasbüschel. Ich habe nur 19, aber auch die reichen für immer. Keine Ahnung. Aber sie reichen auf jeden Fall. Aber ich habe noch ein paar schöne, schöne Büsche für uns. Deutlich weiter nach Süden. Ich sollte vielleicht auch früher oder später mal eine Hasenfalle anwenden. Was brauche ich denn für so eine Hasenhabe? Habe ich die schon irgendwo erfunden? Oh, was ist das? Es gibt ein Mad Scientist Lab, mit dem man verrückt wird. Mit dem man irgendwas erforschen kann wahrscheinlich. Und da steht dran, es gibt kein Limit außer deine Sanity. Also ich nehme mal an, man zahlt an der mit Geisteszustand. Hallo Treeguard. Guck mal Treeguard, wir gehen mal gucken, ob wir hier irgendwo was aufstellen können. Da ist eine Leiche. Mhm. Okay, jetzt bin ich in der Nähe der Gräber. Perfekt. Die werde ich dann am nächsten Tag looten. Oh, hier sind Geister, muss ich aufpassen. Ja, ich glaube, die sind nicht so cool, die Geister. Ja, du hast mich ja in unserem letzten Spielstand verrückt gemacht, dass ich draufgegangen bin. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, ob das so stimmt. Also das hört sich jetzt für mich irgendwie sehr unwahrscheinlich an, tatsächlich. So, dann place ich hier mal so ein kleines Lagerfeuer hin, hau da ordentlich Fuel drauf, damit ich hier in der Nähe nämlich in der Nacht die drei Steinchen mitkloppen kann hier. So. Na, hier oben war ich auch noch nicht. Gehen wir mal dahin. Und da ist ein Maulwurf-Freund, das ist schon mal gut. Sicher, dass es ein Freund ist? Ja, aktuell schon. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es irgendwann nicht mehr der Fall ist, natürlich. Aber aktuell sind der Maulwurf und ich noch gute Freunde. Er tut mir zumindest nichts. Warum du wackelst so? Bevor du dich in einen Lebendigen verwandelst, wirst du umgebracht. Gegen so einen Treeguard eine Holzmauer sicher ist, weil der seine eigenen Leute nicht angreifen würde. Vielleicht. Das wäre eine tiefenpsychologische Frage. Oh, hier drüben ist noch ein Spinnenring. Ringe kann man hier nicht anziehen, oder? Keine Ahnung. Du darfst mich sowas nicht fragen, Jogi. Ich weiß, aber also ich habe bis jetzt noch nicht nirgendwo die Möglichkeit gesehen, irgendwas anzuziehen als Klamotte, sag ich mal. Nee, und nur Hut und Rucksack, soweit ich weiß. Genau. Du darfst mich doch keine inhaltlichen Fragen stellen. Ah doch, man kann was an die Hände ziehen, so wie das aussieht. Und auch eine Hose und Schuhe und ein Shirt, aber ich weiß, vielleicht ist es auch nur Skin-Position. So. Das kann natürlich auch sein. Nördlich sind Steine und westlich sind noch die ganzen Gräber. Ich würde sagen, ich gehe eher auf Grabtour, Grabräubertour. Ihr macht das. Ich hoffe, dass da mehr rauskommt. Ich habe jetzt 21 Steine. Immerhin etwas. Aber ich brauche halt die Kisten zum Auslagern meiner ganzen Materialien. Ja, dann nehme ich mal die beiden Bäume hier noch mit, die neben mir stehen. Dann komme ich auch nach Hause. Ich bin ja eh um die Ecke. So, Gräberleins.
Ich muss ja nur und gucken, dass hier alles gepflegt ist. Aber ob die Gräber gepflegt sind, sehen wir erst beim nächsten Mal. Ja, bin ich mal gespannt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt gesund und bye bye. Auf Wiedersehen.